Dieser Film wird Ihnen präsentiert von Optik Schöberlein in Bad Hersfeld. Und wir wollen auch in Hersfeld weiterhin ein Weinfest haben. Und wenn keiner mehr kommt, dann bleiben die Aussteller auch weg. Genau. Und dann haben wir nichts mehr. Und wir können froh sein, dass wir in Hersfeld auch so Angebot haben. Dieses Stadtfest, hervorragend. Jetzt bin ich zum ersten Mal hier. Und muss ich sagen, sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ist schön, gut besucht. Und die Leute sind auch sehr, sehr freundlich. Auch zu den Leuten, die aus halbe von dieser Stadt kommen. Alle Winzer dementsprechend zufrieden, dem Niveau angepasst. Natürlich haben wir auch jetzt 2 Jahre Glück gehabt, wo wir so um die 25 Grad nachts auch noch hatten. Von daher ist es schön. Wunderbar ist natürlich, was jetzt passiert. Es soll auch laut Wetterradar so bleiben, dass wir das auch genießen können. Und das, was wir jetzt ja hier erleben, zeigt ja auch, dass es angenommen wird, dass der Termin passt. Jeder zu tun hat, jeder glücklich ist. Und darum geht es hier. Und das haben wir, glaube ich, erreicht. Beruhigt einen auch ein bisschen mehr wieder, weil da hängt ja schon für alle ein gewisses Risiko und auch eine Arbeit dahinter. Aber nichtsdestotrotz sind wir wirklich zufrieden mit dem, was heute ist und hoffen auf einen wunderschönen Abend, der friedlich verläuft und mit jeder Menge Spaß auch. Wir haben tolle Musik, hatten wir gestern Abend schon, die wir auch professionell durchgezogen haben, auch wenn da wenig auf der Tanzfläche waren. Wir haben ja eben schon geguckt, wir haben jetzt 8:30, die tanzen schon kräftig. Das soll es sein, das kriegen wir hin. Wir sind mit den Anwohnern, denke ich, auch dieses Jahr entgegengekommen, auch mit der Lautstärke. Sie hören das gerade. Wir stehen also hier oben auch Richtung Anwohner gerade. Sie hören, was Sie im Hintergrund hören. Das ist die Lautstärke, die hier gespielt wird. Und so kommen alle mit zurecht, glaube ich. Und dann ist es ein rundes Ding geworden. Hersfeld, speziell hier der Platz, ist sehr schön gestaltet, halt viel Rasen und mit dieser Baumallee, also ist wirklich für ein Weinfest, denke ich, sehr ideal. Es tut mir nur sehr leid, dass es so verregnet ist, weil ich finde, dass es hier ganz viele Winzer gibt, wie diesen Herrn aus Rhein-Hessen. Hessen, genau, so ist das. Mit einem tollen Weißburgunder, den Grauburgunder habe ich noch nicht probiert, aber der Rosé ist auch nicht zu verachten, insofern kann ich es nur empfehlen. Das kommt Mensch, was singt. Die Burgen heißen seinen Graus. Und den Kaffee aus brennst du aus. Auf geht's!